Willkommen zu diesem Vortrag zum Thema GeoNetwork. Ich bin Emmanuel Bello, Leiter der Geospatial Abteilung bei Camp2Camp. Zur Agenda. Ich werde Camp2Camp kurz vorstellen, dann steigen wir ein mit GeoNetwork. Was ist GeoNetwork? Was sind seine Merkmale, die Vorteile von GeoNetwork, einige Referenzen, die neuesten Entwicklungen sowie die Perspektive und die Roadmap? Das ist der Agenda für den heutigen Vortrag. Kurz zu Camp2Camp. Camp2Camp, wir sind ein Open-Source-Hersteller und Dienstleistungsanbieter, welcher in 2001 gegründet wurde. Wir sind jetzt mehr als 110 Mitarbeiter in drei Ländern, in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich. So, GeoNetwork Open Source. Was ist GeoNetwork? GeoNetwork ist ein Metadatenkatalog, ein Geospatial Metadatenkatalog. Das Ziel von GeoNetwork, es ist Geodaten und Geodiensten zu dokumentieren. Man kann mit GeoNetwork Geodaten oder Diensten beschreiben, suchen, anzeigen oder herunterladen und das ist ein wesentlicher Vorteil von GeoNetwork, man kann sehr gut die Metadaten maschinell austauschen zwischen mehreren Katalogen zum Beispiel. Somit ist GeoNetwork der zentrale Säule einer Geodateninfrastruktur. Was bedeutet es, Metadaten zu dokumentieren? Es gibt einen Standard, ein ISO-Standard 1915, das beschreibt sämtliche Attribute, um Vektordatensätzen, Rasterdatensätzen oder Geodiensten zu beschreiben. Man kann mit diesem Standard die Merkmaleigenschaften der Daten definieren. Man kann somit auch Karten, Diagramme, Textdokumente beschreiben. Was wichtig ist im Falle von einem Metadatenkatalog, ist, dass man mit dieser Norme und mit GeoNetwork Datensätzen Verbindungen darstellen kann. Das heißt, wenn es geht um Serien wie Zeitreihen oder geografische Abdeckungen, das kann man in Verbindung sehen. Zum Beispiel mehrere zeitliche Aufnahmen von den gleichen Perimeter. Oder wenn mehrere Bilder zum Beispiel eine globale Abdeckung entsprechen. Wir können auch Daten und Dienste beschreiben. Zum Beispiel Daten sind dann auch als WMS, WFS, als Dienst veröffentlicht und es ist wichtig, von den Daten auf das Dienst kommen zu können. Und somit mit diesen Verbindungen kann man das beschreiben. Erfassung. Man kann Metadaten erfassen mit GeoNetwork. Die Benutzeroberfläche entspricht dem Modell. Es wird gestaltet laut dem Modell. Das heißt, man ist modellkonform und man kann sämtliche Attribute beschreiben. Man kann auch natürlich die geografische Abdeckung oder Ausdehnung des Datensatzes beschreiben. Die Benutzeroberfläche bietet auch ein Validationstool, um die Konformität der Metadata zu beschreiben, sicherzustellen. Man kann auch Verbindungen mit Diensten oder weitere Datensätze organisieren. Nach der Erfassung wird die Metadata dargestellt in eine WYSIWYG-Benutzeroberfläche, das heißt, es entspricht die Erfassungsoberfläche und es ist gegliedert laut dem ISO-Standard. Man kann auch Darstellungen nach Maß entwickeln, aber out of the box hat man diese ISO-Definition. Den Haupteintrittspunkt für einen Katalog, es ist ein Suchformular. Man kann ganz einfach mit einer Textbox, wie bei einer Google-Suche, auf Daten suchen in den Katalog. Als Ergebnisse, man hat die Liste oder der Metadaten, die entsprechen die Suche und man hat links die Möglichkeit, noch die Ergebnisse zu filtrieren auf technische Kriterien, zum Beispiel Vektor- oder Rasterdatensätze oder Dienst oder Daten oder auf welchem Maßstab oder auf welchem Jahr. Das sind Filter, die man noch selektieren kann, rechts, links. Und dann hier unten rechts, Sie sehen eine kleine Karte, die Ausdehnung jeder Datensatz wird dargestellt und man kann mit einem Polygon zum Beispiel noch
filtrieren auf eine bestimmte, auf einen bestimmten geografischen, geografische Zone. Zum Beispiel, es ist möglich zu suchen nur Metadaten in Europa oder nur in Afrika mit einer geografischen Suche. Nachdem man hat seinen Datensatz gefunden und wenn dieser Datensatz auch per Dienst veröffentlicht ist und in GeoNetwork dokumentiert, man kann dann dieses Layer als WMS-Layer in den Viewer, in GeoNetwork Viewer darstellen. Man kann auch, falls die Daten als Dienst und WFS veröffentlicht sind, man kann die auch indexieren und dann in diesem Viewer kann man dann suchen auf den Datensatz und nicht mehr auf das globale Metadaten, sondern direkt in die Daten. Ich möchte nur einem Objekt dann filtrieren, finden. Das kann man mit dem Viewer machen, mit der WFS-Indexierung. Es gibt auch ein WPS, Web Processing Service Modul. Das bietet ein Formular, um ein WPS, ein Prozess zu starten auf den Dienst, welchen den Datensatz sich beruht. Zu den Merkmalen von GeoNetwork. Zuerst, wie funktioniert GeoNetwork? Als Basis, man hat die Metadaten als XML in eine PostgreSQL gespeichert. Das heißt, die Daten sind in die Datenbank und man hat drauf ein XSLT-Transformer-Parser oder Formatter, das bietet die Umformatierung von diesem Format in zum Beispiel für die API in ein JSON-File für die GeoNetwork REST API oder in ein XML-Dokument laut dem CSV-Protokoll oder in ein DCAT-Format, sodass es durch die unterschiedlichen Systeme lesbar ist. Und es gibt auch einen Formatter, um von den XML in die Datenbank, um die Benutzeroberfläche, den Inhalt auszufüllen, so ein HTML-Formatter. Sodass die Suche sehr effizient und performant ist, greift man nicht direkt in die XML-Daten in den PostgreSQL, sondern man hat einen Index in Elasticsearch. Das heißt, man indiziert als JSON-Objekten die Metadaten in Elasticsearch und somit kann man eine sehr performante und skalierbare Suche anbieten. GeoNetwork bietet zahlreiche APIs, die GeoNetwork APIs, CSV, OpenSearch, Inspire Atom, DCAT und so weiter. Das heißt, als Katalog, er ist sehr interoperabel mit anderen Systemen und anderen Welten. Hier ein Beispiel der GeoNetwork REST API. Man sieht, dass es gibt zahlreiche Operationen, die durchführbar sind, maschinell durchführbar sind oder programmatisch. Und man kann auch mit dieser API, als Beispiel, man könnte Metadaten in den Katalog schreiben, bearbeiten mit einem ETL. Das heißt, man sendet die Queries, um den Inhalt des Katalogs zu bearbeiten. Ein anderes Beispiel von API ist die CSV Endpoint. Und hier, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel das Get Capabilities abzurufen, was ich hier als Printscreen gemacht habe. Aber man hat auch die Möglichkeit, auf Records zu suchen, dann eine spezifische Metadata darzustellen oder Transaktionen, das heißt, um Inhalt in den Katalog zu schreiben oder zu löschen oder zu erfassen mit Transactions. Und auch, es bietet ein Harvest Endpoint, das heißt, andere Katalogen können per CSV Harvesting Mechanismus das Inhalt unseres Katalogs an sich dann kopieren. Was sind die Vorteile von GeoNetwork? Zuerst, als mit dieser neuen Architektur, Elasticsearch und PostgreSQL, man hat eine Cloud-native Architektur für dieses Katalog. Das heißt, es ist skalierbar, stabil und performant. GeoNetwork hat von Anfang an auf Standards gesetzt. Das heißt, der Katalog ist sehr interoperabel mit den zahlreichen APIs und die Speicherung der Metadaten in XML in die PostgreSQL-Datenbank ermöglicht eine offene, langfristige, standardkonforme Speicherung der Metadaten. Die neue Benutzeroberfläche setzt Komponenten ein und somit kann man eine ergonomische Benutzeroberfläche anbieten, welche auch performant ist. GeoNetwork, nicht zum Letzt, ist auch ein etabliertes Projekt, welches mehr als 10 Jahre alt ist und über 4 Major Releases gegangen ist.
Es ist auch einer der größten Geospatial Metadaten Community. Zu den Referenzen. Die European Environment Agency setzt GeoNetwork ein und ist sein Standardkatalog ist jetzt schon auf die Version 4, so die letzte Version von GeoNetwork. Es gibt die IFREMER, welche auch GeoNetwork einsetzt. Das ist ein Forschungsinstitut in Frankreich. Und sie sind jetzt an die Migration von GeoNetwork 3 auf 4. Und in der Schweiz, Swisstopo setzt auch GeoNetwork seit 12 Jahren und plant demnächst auf GeoNetwork 4 umzustellen. Das heißt, man sieht, es gibt eine große Community mit großen Konti und diese Community ist sehr aktiv. Das heißt, die Community verfolgt die Entwicklungen von GeoNetwork und trägt bei zu diesen Entwicklungen. Zu den letzten Entwicklungen. Den Data Feeder ist einer der letzten Entwicklungen in GeoNetwork und ermöglicht ganz einfach mit einem Modul Daten hochzuladen, zu beschreiben und zu veröffentlichen. In GeoNetwork als Metadata und in GeoServer als Dienst. So, wie funktioniert denn Data Feeder? Ich werde kurz eine Demo organisieren. So. Wir haben diese einheitliche Benutzeroberfläche, wo man in einem Feld ein Shapefile hochladen kann, zum Beispiel als ZIP. Und man kann das uploaden. Den Data Feeder analysiert den Datensatz, sucht sich die Attribute, stellt eine Vorschau dieser Attribute, gibt die Informationen, wie viele Records da in den Datensatz sind, erlaubt dem Benutzer, das Encoding zu überprüfen und gibt auch eine Vorschau für die Extent des Datensatzes. Es wird automatisch generiert auf Basis der Datensatz. Dann der Benutzer kann einige Informationen geben, wie zum Beispiel den Titel des Datensatzes und auch in diesem Textbox eine Beschreibung vom Datensatz angeben. Und auch zum Beispiel noch Keywords, sodass die Suche auf den Datensatz noch performant und effizient ist. Und noch Informationen, die nötig sind, wie zum Beispiel, wann wurde dieses Datensatz gebildet, auf welchem Maßstab ist es gedacht. Und noch dieser Datensatz zustande gekommen ist. Zum Beispiel, es wurde digitalisiert auf Basis einer Orthofoto vom Jahr 2018 und da hatte man eine Auflösung von 50 cm. So hat man die wichtigen Elemente dokumentiert und den Data Feeder benutzt die APIs von GeoNetwork und GeoServer, um die Daten zu veröffentlichen. Man hat hier direkt eine Ansicht des WMS-Dienstes, welcher gebildet wurde, in GeoServer als WMS. Und in GeoNetwork, man sieht den Datensatz, den Metadatensatz mit dem Titel, die wir angegeben haben, die Beschreibung, den Link zu den Diensten, die in GeoServer veröffentlicht wurden und auch den Link für den Download dieser Datensatz. Die anderen Keywords oder Informationen, die wir ausgefüllt haben, sind hier direkt in den Metadata. Das heißt, der Prozess ist sehr, sehr einfach, um neue Metadaten oder neue Daten hochzuladen. Den Data Feeder wurde ermöglicht dank der neuen GeoNetwork Microservice Architektur. Was ist das? GeoNetwork war ursprünglich eine eher monolithische Anwendung und man hat ein Refactoring gemacht, sodass diese Anwendung in mehrere Microservices oder Module getrennt wurde. Und das bietet die Möglichkeit, diese Komponenten auf mehrere Server zu installieren und somit ist es skalierbar, horizontal skalierbar und cloud-nativ kompatibel. Das ermöglicht eine Ressourcentrennung und man kann somit zum Beispiel ein Modul einsetzen für das Harvesting oder die Indexierung, die vielleicht viele Ressourcen brauchen, ohne eigentlich, dass der Benutzer, der zurzeit eine Suche macht, eigentlich beeinträchtigt wird. Es ist getrennt und dann sehr effizient. Das entspricht eigentlich einer modernen IT-Architektur. Zu den letzten Entwicklungen gehören auch die OGC API Records Module. Die OGC Standards
wechseln vom XML auf JSON und OpenAPI und in diesem Feld, die OGC API Records, ist den Standard für den Katalog. Und GeoNetwork hat jetzt ein Modul dafür, auch als Mikroservice. Für die Version 4, man hat viel auf die Benutzeroberfläche gearbeitet und es kommt eine neue Benutzeroberfläche mit Webkomponenten und das wird die Möglichkeit, zukünftige Benutzeroberfläche zu gestalten. Es stützt sich auf Angular und ist Benutzerfälle zentriert und es bietet eine einfache Benutzeroberfläche. Mit den öffentlichen Webkomponenten, man kann Komponenten von GeoNetwork an weitere, an Drittanwendungen teilen. Zum Beispiel hier, wir haben ein CMS, eine Webseite, welcher integriert ein Webkomponent von GeoNetwork, den Recent Datasets. Und in diesem Webkomponent hat man die letzten Änderungen im Katalog dargestellt. Was ist die Perspektiven und die Roadmap? Die Community arbeitet zurzeit noch auf eine verbesserte Auffindbarkeit und Suchverführbarkeit der Metadaten. Die Suche in GeoNetwork mit Elasticsearch ist sehr effizient und kann auch auf Daten gehen, aber für die Indexierung durch die Suchmaschinen wie Google und Bing, man kann das System noch verbessern. Und das ist eine der Arbeit, die im Gang ist. Das heißt, man wird diese unterschiedlichen Schema einsetzen, sodass Google und weitere Suchmaschinen die Metadaten besser indexieren können. Es gibt auch weitere Arbeiten in der Community, zum Beispiel für Inspire JRC. Dieser GeoNetwork-Katalog wird mehr als 300.000 Metadaten harvesten. Das heißt, hier man wird noch GeoNetwork eigentlich konsolidieren, weil es gibt dann sehr viele Metadaten, die zusammen im gleichen System sind. Man arbeitet auf eine neue Modularität, anwendungsfallzentrierte Modularität, um so Komponenten wie den Data Feeder an Drittanwendungen anbieten zu können oder wie die letzte Änderungen oder ein Preview. Solche Komponenten möchte man dann auch modulär an Drittanwendungen anbieten. Man arbeitet immer noch auf die einheitliche Suche in den Metadaten und in den Geodaten. Weil eigentlich für den Endbenutzer ist egal, ob es in die Metadaten oder die Daten, er möchte das entsprechende Datensatz finden. Und die Community arbeitet auch auf eine bessere Open Data Unterstützung mit DCAT Import-Export, Verbindungen mit CCAN und auch vielleicht auf eine Open Data Komponent. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe gern zur Verfügung für Fragen. Und Sie können auch unsere Webseite chem2chem.com besichtigen für mehr Informationen. Danke.